Tansania. Eine Liebes-Sonderfolge von Goodbye Deutschland zeigt das harte Leben der schwangeren Janine Hund, 43, in Tansania. Die 43-Jährige stammt gebürtig aus Brandenburg und hat viele Jahre in der Schweiz gelebt. Ihren Job bei der Eisenbahn gab sie für die Liebe auf und zog vor 8 Monaten nach Afrika. Ihr Ehemann, der 35-Jährige Atu, lebt in Tansania im ländlichen Ort Kisaki. Hier planten die beiden Verliebten, eigentlich gleich 2 Business-Ideen zu verwirklichen. Die unerwartete Schwangerschaft von Janine zerbrach jedoch ihre beruflichen Ziele und sorgt für allerlei Probleme. Ich bin schwanger, ich bin 43 und ich muss meine Eltern fragen, ob sie mir mal Geld schicken können. Für die Liebe zog Janine nach Tansania. Janine ist im 4. Monat und kann sich keine Geburt auf dem Land vorstellen. Dort gäbe es weder Ärzte noch Krankenhäuser. Daher haben sie und Atu ihre Geschäftsideen auf Eis gelegt und sind in die nächstgrößere Stadt gezogen. Finanziell sieht es schlecht aus. Atu ist gelernter Baggerfahrer und verdient damit maximal 200 Euro im Monat. Die 40.000 Euro Startkapital von Janine sind bereits zum Großteil in Hausbau, Mopedkauf, Essen, Visum und andere Dinge geflossen. Gemeinsam mit Goodbye Deutschland besuchen Janine und Atu noch ein letztes Mal ihre Bauprojekte in Kisaki vor der Geburt. Dort erwartet die beiden ein kleiner Schock. Nichts sieht aus wie gewünscht. Ich bezahle dafür Geld und dann möchte ich es auch so haben, wie ich es möchte, erklärt Janine genervt mit Blick auf die unfertige Baustelle. Janine. Die sind hier wie die Bienen. Dieses ganze Gewusel stresst mich unglaublich. Neben Atus Wohnhaus, welches derzeit noch wie ein unfertiger Rohbau aussieht, besuchen die beiden auch ihre 2 Baustellen. Janine plant ein Geschäft mit gebrauchter Kindermode und Beautyartikeln für Mütter wie Haarverlängerungen, Schminke und Kosmetik zu eröffnen. Das 2. Standbein soll ein kleines Kino werden. Hier kann man jedoch nicht nur Filme und Fußball schauen, sondern dabei auch einen Drink genießen oder gegen Gebühr PlayStation spielen. Die 4 Hektar große Plantage von Atu soll zudem mit Bananen bestückt werden und ebenfalls Geld in die Familienkasse spülen. Durch die Schwangerschaft von Janine können die beiden jedoch frühestens 3 Monate nach der Geburt wieder in den kleinen Ort zurückkehren. Das Geld bis dahin ist knapp und die Bauarbeiten gehen nur unter ihrer Aufsicht voran. Tansania ist ein unglaublich eifersüchtiges Volk. Vertrauen ist ein großes Problem hier, erklärt die 43-Jährige. Mit dem lauten Trubel, den Gerüchen und Geräuschen in Kisaki steht Janine bereits jetzt auf Kriegsfuß. Die sind hier wie die Bienen. Dieses ganze Gewusel stresst mich unglaublich. Ob Janine Hund in Tansania wirklich glücklich werden kann? Die ganze Folge Goodbye Deutschland gibt es ab jetzt auf RTL+.